Alles klar? Jetzt mit dem Spiel noch mehr Haselnüsse. Mana mag man eben. Und hier in Salzburg geht es jetzt gleich richtig los. Das Stadion natürlich bis auf den letzten Platz besetzt. Denn heute steigt das Megaspiel dieser Saison. Und der Sieger, der macht sicherlich einen großen Schritt in Richtung Meistertitel. Auch Sie können bei uns gewinnen, nämlich bei unserem Post und Telekom Austria Gewinnspiel. Wie endete die erste Begegnung zwischen Salzburg und Rapid im Lehener Stadion? Rufen Sie 0667 782 und gewinnen Sie bei unserem Post und Telekom Austria Gewinnspiel ein 2-Jahres-Abonnement österreichischer Telefonwertkarten im Wert von 5.000 Schilling. Ja, und die Mannschaften, die machen sich bereit, jetzt den Rasen hier zu betreten, und wir geben zu unserem Kommentator, zu Peter Elster. Schönen guten Abend hier von der Kommentatorposition. Sind Sie schon aufgeregt? Die knapp 15.000 Zuschauer, die sind schon sehr aufgeregt, sehr gespannt, was hier passieren wird. Denn es stehen die Meister der letzten 3 Jahre hier einander gegenüber. Beide Teams können noch aus eigener Kraft Meister werden. Und das macht die Spannung und die Faszination in diesem Spiel aus. Was spricht für die Salzburger? Man spielt hier vor eigenem Publikum. Das ist der 12. Mann, und wir gehen auch gleich zu den Aufstellungen der Salzburger. Dieser 12. Mann hat der Mannschaft schon sehr oft geholfen, und heute haben das Vertrauen. Ilsanker, heute 30 Jahre alt, Geburtstagskind. Libero Sevcik, die Manndecker, Winkelhofer und Kogler, defensiv im Mittelfeld Hörmann und der Deutsche Lessig. Um dem Mittelfeld eher offensiv ausgerichtet, Ibertsberger, Kotzian, Ammerhauser, und im Angriff Janschula, der ja wieder fehlt, verletzt, und Klaus. Was könnte für Rapid sprechen? Die Mannschaftsaufstellung kommt gleich. Rapid hat sich gerade heuer immer wieder gerade gegen Casino Salzburg sozusagen aus dem Sumpf gezogen, wenn es der Mannschaft nicht gut gegangen ist. 2:0 daheim, 1:1 und wieder 2:0 daheim gegen die Salzburger. Und das ist die Aufstellung. Konsl im Tor, Libero Ivanov, die Manndecker Schöttl und Ratajczyk. Und das Mittelfeld wieder einmal neu aufgestellt, neu zusammengestellt. Pivanik rechts im Raum, links Guki, und im Zentrum Herav Prosenik überraschenderweise. Aber das ist eine der Varianten von Trainer Dokupil und Andrei Lesjak, und im Angriff dann René Wagner und etwas hinter Wagner wahrscheinlich spielen Peter Stöger. Und das ist ein Mann, dem heute auch das Interesse aller gilt, der das Spiel leitet. Das ist der 33-jährige Tiroler Konrad Plautz. Er hat erst gestern erfahren, dass er dieses Spiel leiten wird, denn der Vorarlberger Grafer ist verletzt, hat einen Nerv eingeklemmt und er kann nicht spielen. Ich bin schon sehr angespannt, sagt Konrad Plautz hier vor diesem Spiel. Er freut sich schon drauf, er hat sich auch gut drauf eingestellt, und er weiß, welche Bedeutung dieses Match hat. Choreografie drüben mit Flammen, Feuerwerfern, Flaggen, 7000 violette Fahnen sind ausgeteilt worden von den Fans von Casino Salzburg. Und rechts im Corner, da stehen auch die Rapid-Fans, 1000 bis 1500 sind erwartet. 120 Polizisten, 40 Gendarmen, 80 Ordner sollen hier das Temperament der Fans zügeln. Und Aufruf hier bei den Kapitänen, Michael Konsl bei Rapid und Winkelhofer, statt Adi Hütter, der ja verletzt ist, Kapitän bei Casino Salzburg. Die Schiedsrichterassistenten sind Walter Staudinger, wird an der Kameraseite, Wachling und Michael Dachsauer auf unserer gegenüberliegenden Seite. Wird dieses Spiel bringen? Das ist die große Frage. Die Salzburger können etwas beruhigter in dieses Spiel gehen. Sie haben es in den Vorberichten gesehen, 2 Punkte Vorsprung. Rapid muss hier gewinnen, wenn man noch die Zielsetzung Champions League wirklich realisieren will. Ganz interessant, dass hier der beste Angriff der Bundesliga, nämlich der von Rapid mit 62 Toren, gegen die beste Abwehr der Liga, nämlich Casino Salzburg, mit nur 22 Gegentreffern spielt. Dann haben wir Bulli, das Maskottchen
der Salzburger. Es soll auch hier Glück bringen und da die letzten Konzentrationssekunden für Michael Konzel und für Ilsanker im Tor auf beiden Seiten. Da haben wir Ilsanker, den 30-Jährigen. Er hat an und für sich eine gute Bilanz. Er hat zwar seit 1992 nicht mehr gegen Rapid gespielt, damals ein 1:1, aber er hat in den 4 Spielen, in denen er im Einsatz gegen Rapid war, nie gegen Rapid verloren. Also sehr viele statistische Dinge, die für oder gegen eine Mannschaft sprechen. Lassen wir aber die beiden Mannschaften jetzt hier agieren. Der Bessere möge hier gewinnen. Es kann auch der Glücklichere sein. Es ist ja ein Spiel. Duki, abgeblockt von Janczula. Und Schiedsrichter Plautz wird gleich hart eingreifen müssen. Erste Diskussion mit Walter Hörmann. Hier noch einmal die Attacke an Duki. Schon von hinten hineingerutscht. Klare Entscheidung, Foul. Aber noch keine gelbe Karte von Schiedsrichter Plautz. Und Duki muss bereits in den ersten Sekunden, in der ersten halben Minute gelappt werden. Beide Trainer waren sehr angespannt. Schiedsrichter Plautz wird hier sicher auch im Mittelpunkt des Interesses bei den Trainern stehen, vor allem bei Tocopil, der ja zuletzt ein bisschen gehadert hat mit den Schiedsrichtern. Er hat sie immer in Schutz genommen, meint er. Und wenn man tolerant ist, dann wird das gleich als Schwäche ausgehen. Auf der anderen Seite auch Herbert Weber sehr konzentriert, hat vorher kein Interview gegeben, sich voll auf dieses Spiel, auf seine Mannschaft konzentriert. Einwurf jetzt durch Radajcic. Berger, Kotzian, zu weit für Winkelhofer, der hier aufgerückt ist, der Manndecker der Salzburger. Bei den Salzburgern nach wie vor Eigner gesperrt, Rieder hat sich beim Training verletzt und Hütter steht Herbert Weber ja auch schon einige Zeit nicht zur Verfügung. Für Rapid die Schwierigkeit in diesem Spiel, man muss gewinnen, das heißt man muss angreifen, man darf aber die Deckung nicht vernachlässigen, denn mit Klaus und Janczula haben die Salzburger zwei Stürmer, die zuletzt sehr gut in Form waren, sie haben auch die letzten Resultate bewiesen, vor allem als man gegen Ried ein 0:2 noch in ein 4:2 umgedreht hat. Da war Janczula, den Sie hier sehen, eine der Triebfedern im Angriff. Stöger. Hammerhauser fängt den Pass ab. Stöger. Ein frühes Tor, egal wer es erzielt, würde dem Spiel aus der Sicht des Zuschauers sehr gut tun. Dann müsste die andere Mannschaft aufmachen und reagieren. Pivanin. Der kleine Janczula wird ja Salzburg Richtung Deutschland verlassen. Gegen Kogler, Freistoß für Casino Salzburg. Rapid wird schwer haben hier im Lehner Stadion, denn in den 7 Frühjahrsbegegnungen hat Casino Salzburg immer gewonnen. Das heißt, 7 Siege stehen auf dem Konto der Mannschaft von Herbert Weber. Klaus gegen Radajcic. Herauf gegen Kotzian. Ein Foul. Von hinten gestoßen, ein bisschen hineingetreten von Herath. Hier noch einmal. Klare Entscheidung hier von Schiedsrichter Plautz. Freistoß für Salzburg. Hermann am Ball. Der Prosenik steht ein bisschen zu nah, da wird er weggehen müssen. Ehemaliger Salzburg-Spieler. Vielleicht vorentscheidend werden die Kopfballduelle zwischen Schöttl und Klaus sein. Klaus, ein ausgesprochener Kopfballspezialist. Foul hier von Lessiak an Heiko Lessig. Der Deutsche, der ja als Sturmspitze gekauft wurde, hat sich defensiv im Mittelfeld, hier haben wir noch einmal den Zweikampf, sehr gut in die Mannschaft eingefügt. Gute Distanz und Achtung jetzt auf den Libero Sevcik. Hier Herbert Weber, der junge Trainer der Salzburger. Es wäre ein Rekord, würde er Meister werden. Gleich
seinem Amtsantritt Meister mit der Mannschaft. Da haben wir den polnischen Legionär Sewczyk, hat schon einige schöne Freistoßtore erzielt. Einen Bombenschuss. Kurz abgespielt. Konzer! Habe ich nicht zu viel angesagt. Ein hervorragender Freistoßschütze, da schimpft Konzer mit der Mauer. Herauf läuft heraus. Und durch die Beine von Stöger und Herauf hat Konzel natürlich Mühe, den Ball rechtzeitig zu bemerken. Zu sehen, wo er hingeht. Wieder Konzel, Kopfball von Klaus. Auch hier wieder. Klaus vorläufig Sieger gegen Schöttl gewesen. Also das sind einige der Angelpunkte. Die Kopfballduelle zwischen Klaus und Schöttl. Wie können Standardsituationen für Salzburg von Rapid abgefangen werden?